Ein neuer Part Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Okay, im letzten Part waren wir hier in Monstro-Stadt, müssen allerdings erstmal da weg. Wie es scheint, wollen wir erstmal zum Weltenende und die Paratroopers helfen mir jetzt an dieser einen Wand. Würde ich mal schätzen. Was ich aber weiß und nicht schätze, ist, wo sich die drei versteckten Flaggen befinden. Im letzten Part haben wir da übernachtet im Hotel und da haben sich uns ein Big Boo, ein Knochentrocken und ein Sensenmann-Shy-Guy gezeigt, die irgendwo im Pilzkönigreich jetzt drei Flaggen versteckt haben. Und ihr dürft mir nicht böse sein, dass ich mich da informiert habe, wo die sind, weil ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, wo ich nach denen suchen soll. Eine dieser versteckten Flaggen befindet sich auf der Yoshi-Insel. Ja, ganz genau. Die Tipps, die wir bekommen haben, waren ja erstens bei einer oder hinter einer Holzblume, zweitens unter einem grünen Bett und drittens zwischen einem O und einem A. Die Flaggen sind unsichtbar und wir müssen... Ist das clever. Müssen sie finden, indem wir an der entsprechenden Stelle einfach nur A drücken. Und das O und das A, das ist an der Stelle. Bei dem Goal auf der Yoshi-Insel. Da hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Ich wusste ja gar nicht mehr, dass da Goal steht. Vielleicht hätten das die Entwickler oder die Übersetzer tatsächlich übersetzt zu Ziel, obwohl dann hätte der Boho sagen können zwischen I und E. Das zweite Fähnchen befindet sich hier in Rosendorf. Hier ist eine Holzblume. Guckt euch das an. Sensenfahne gefunden. Krass. Ich habe das halt nur so gelesen. Und wo ist ein grünes Bett? Also in... Pilzweg, Marios Haus. In Monstrostadt war schon mal kein grünes Bett. So, hier ist Marios Häuschen. Und hier ist ein grünes Bett. Wollen wir mal da gucken? Skelettfahne gefunden. Herrlichst! Damit hätten wir das. Was die drei wohl dazu sagen? Ey, Freunde. Das grüne Bett, ich hätte vielleicht... Weiß nicht, ob ich dran gedacht hätte. Vielleicht wäre ich irgendwann wieder in Marios Haus gewesen und hätte dran gedacht. Aber die an die Holzblume... Ich kenne mich Spatzenhirn doch. Da hätte ich nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Muss ich ehrlich sein an der Stelle. So, wir haben das Weltenende... Das ist die Welt quasi, wo wir hinwollen. Also eigentlich ist ja keine Welt. Ihr wisst, was ich meine. Monstro-Stadt. Meine Güte. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir dafür bekommen. Übernachten, das war hier in der Ecke, ne? So, gucken wir mal. Übernachten erwünscht, die drei Musty Fears. Dann will ich die mal wieder treffen, denn ich habe alles eingesammelt. Spitze, du hast alle drei Fahnen gefunden. Hey, du bist nicht schlecht. Das war echt gut. Das war lustig. Danke, dass du mit uns gespielt hast. Hier, da ist der Preis. Und wir bekommen... Knutscher von allen. Nee, vergiss unsere drei Worte nicht. Jetzt habe ich das Wort drei einfach gesehen. Vergiss unsere Worte nicht. Okay. Was? Ausrüstungsgegenstand? Ich hab jetzt... Bin ich total neben der Spur gerade? Ausrüsten. Amulett, Heilnadel. Ups, das da ist ja der Speicherpunkt. Ich war gerade ein bisschen Brain AFK. Warte mal. Ich kann die ja jederzeit nochmal holen. Die drei Jungs und Mädels hätte ich fast gesagt, aber man weiß es nicht. War es vielleicht ein weiblicher Cooper, der jetzt ein Knochentrocken ist? Schaut, er trägt unsere Medaille. Vergiss unsere Worte nicht. Okay, habe ich die... Hä? Geisterring. Erhöht Abwehr während des Angriffs. Das ist der Ring. Gegen was hast du denn das Instant eingetauscht? Amulett? Das würde ich gern wissen. 88, 47, 62. Erhöht Abwehr während des Angriffs.
erhöht die Abwehr während des Angriffs. So, das Item, schlechter Geruch, schützt vor Gift. Das ist eigentlich viel besser, das Amulett. Es tut mir ja leid. Ihr könnt ja in die Kommis schreiben, was es mit dem Item genau auf sich hat und was ich damit tun kann. Was ich damit tun und lassen kann, quasi. So, dann wird es aber Zeit jetzt, ums Geschäftliche sich zu kümmern. Das Weltenende. Es gibt diesen einen Weg. Also das hatte ich am Ende des letzten Parts wirklich vergessen, dass die drei Paratroopers ja voll am Start waren. Und die müssen sich ja wohl an der einen Stelle befinden, wo... Ihr wisst schon. Ne? Ihr wisst schon. Come on! Nein. Ist mir sehr suspekt hier, die Situation. What the fuck? Warum schon wieder? Ihr nervt wie sonst was. Dafür sind wir jetzt noch stärker als letztes Mal, also verzieh dich. Ja, Bowsers neuer Morgenstern. Heißt es gute Nacht bei dem Morgenstern. Ja, da hält einiges durch. Ja, wir waren im ganzen Bedo-Kanal und haben da so viele Level-Ups irgendwie bekommen. Das lief wie am Schnürchen, sag ich euch. Bedo mir selbst haben wir nochmal eins übergezogen. Ah, oh, nochmal Mellow Level Up, Level 17. Ja, viele KP. Das ist Schwachsinn. KP oder? KP. KP schaden nie. Oh, voll in den Rücken gefallen. Was muss? Das muss! Tschüss, Mann. Oder? Sicher das. Attack up! Gerade er. Einer der stärksten. 218! Holy Macaroni! Und er steht noch. Nee, er schwebt immer noch. Genau den Spruch habe ich schon mal gebracht. So, wenn mir noch zu viele Gegner hier irgendwie in die Quere kommen, dann mach ich lieber die Biege. Ups. Warum? Es hat nicht ganz gescrollt. Sehr interessant. 22 Erfahrungspunkte, aber ich hatte einen Lucky. Gewinne oder verliere viel. Links. Richtig. Oh, nice one. Aber nur die Münzen wurden verdoppelt. Schade, Marmelade. Ah, wie ärgerlich. Die sind gar nicht so schlecht drauf. Ich möchte gerne Peach haben. Ihr seht, Bowser ist down gegangen. Oder hat zumindest nur noch ein KP. Das sollte Quietschi Peachy wieder korrigieren. So, nicht mehr lange. Na gut, hier muss ich ja nicht lang, oder? Hier unten war dieser andere Weg. Aber von unten bringt mir das nichts. Wo komme ich denn jetzt nochmal dahin am besten? Böse Bienen, böse Bienen. Ganz böse Bienen. Nein! Oh, und dann so ein Fail! So ein Fail. So ein hektischer. Komm schon. Bevor dieses Insekt da antanzt. Ja. Ja, das haben wir auch gelöst. Ich will einfach nur rüber jetzt. Bam, bam. Das funktioniert, wenn man die Herausforderung nicht macht. Wie mit den Kaulquappen auf dem See. Ich muss den Weg wieder finden. Das ist eigentlich total... nicht cool. Ich glaube, ich bin hier überhaupt falsch, ne? Ich muss mal den Weg suchen. Wir sehen uns dort. Da sind wir doch. Es war also gar nicht mehr so weit. War also auf dem richtigen Weg. Alle Truppen in Position! Mario, deine Mission ist, das Cliff zu besteigen, indem du von Panzer zu Panzer springst. Könnte mich nicht einfach hochfliegen, das wäre ein bisschen einfacher. Ich meine ja nur, ist nur ein Vorschlag. War ja nur konstruktive Kritik. Alles klar, das lädt jetzt aber hier so einiges. Ach, die bewegen sich. Gib nicht auf, versuch's nochmal! Dann begeben sie sich wieder in Originalposition. Ja, bislang geht's.
Ich weiß jetzt nicht, wann ich irgendwie den Panzer mal wechseln muss. Aber ich glaube, so ist es zu machen. Macht's euch halt schwierig. Macht halt einen richtigen Parcours draus. Lol. Mission erfüllt. Verstrichene Zeit ist 23 Sekunden. Nicht schlecht für einen Zivilist. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ich will einen besseren Highscore aufstellen. Aber wie? Wir wissen's, wir wissen's. Wie blöd ich eigentlich bin. Ja, 23 Sekunden ist, weil ich runtergefallen bin. Oder zählt, wann ich auf dem ersten Panzer bin. Warte, so. Und wie viele Sekunden sind das? Mission erfüllt, verstrichene Zeit, 12 Sekunden. Das ist recht gut, weiter so. Unter 10 Sekunden will ich noch kommen. Und wie war die Zeit? Mission erfüllt. Verstrichene Zeit ist 11 Sekunden 86. Hervorragende Arbeit, Soldat. Hier ist das nächstbeste, eine Trupernadel. Sag ich doch, dass es dafür etwas gibt. Eine Trupernadel? Was bringt die denn? Für wen? Für alle? Gewährt Vertrauen der Trooper. Aber macht euch irgendwie nur schwächer. Wie war das jetzt? Mission erfüllt. Verstrichene Zeit ist 10 Sekunden 61. Sehr löblich. Die Zeit ist recht gut. Du wärst ein toller Paratrooper, wenn du nur Flügel und Panzer hättest. Hier ist ein kleines Präsent von mir. Kleines Gut, das waren 5 Froschmünzen. Krass. Aber besser schaffe ich es wirklich nicht, habt ihr gesehen? Jeden Millimeter ausgekostet. Wo kommen wir denn jetzt hin? Zum Bohnental. Ja, da sollen wir ja hin. Und das war eigentlich total offensichtlich, weil... Bohnen, ihr wisst schon, hier das Geheimnis der Bohnenranke. Wie heißt der Type? Goliath? Nee. Ich hab's gerade nicht, aber es gibt tausendvoll solcher Geschichten. Eine moderne Adaption wäre zum Beispiel beim gestiefelten Kater, aber dieser Dreamworks, ne, von Shrek. Seine Geschichte geht da, glaube ich, auch irgendwie die Bohnenranke hoch, wo da ein Riese ist. Oder früher war. Falle dieses recht modernen Animationsfilms. Aber dieses alte Märchen, das kennt man. Jetzt habe ich den Namen vergessen von einem Typ. Wobei der Name sich immer unterscheiden kann. Aber der mit der Bohnenranke immer. Ja, Mario, Ultraflamme. Wie krass ist das denn? Eine Ultraflamme. So, wo hat er denn am meisten jetzt? Physischer Angriff, ne? War ein bisschen stärker diesmal. So, Bohnental. Ja, sieht auf jeden Fall sehr herbstlich aus hier. Zwei Röhren haben wir. Die hier scheint wohl gar nichts zu geben. Ups. Jetzt wäre ich hier und da gibt es wieder eine. Wenn ich an den Bienen vorbeikomme. Fungusstachel. Ihr könnt mir sonst was erzählen. So, was haben die gegen Peach? Immer wird die eingepilzt. Pilzige Aussichten, was? 17, das geht ab wie Inception. Mario ganz zu schweigen, dem seinen physischen Angriff haben wir gerade noch erhöht. Er soll pennen, was? Von mir aus, Bowser, gönn dir ein Nickerchen, ich krieg das schon. Obwohl, der hält das aus, der ist gut. Ah, 226 und er hält's aus. Der hat eine ziemlich niedrige Verteidigung, allerdings dafür eine verdammt viele HP. Gleicht sich quasi aus. Habe ich bei dem das Gefühl... So, fein. Übelst nice. Bowser, 17. HP diesmal nicht. Oh, der Spezialangriff sieht ziemlich gut aus, ja. Geh mal auf Spezialangriff. Ist geil, wenn man nach fast jedem Kampf so ein Level-Up hat. Kommt mir zumindest so vor. Gut, scheinbar haben wir zwei Wege. Die sind ja relativ schnell rasiert, oder? Sind die schnell rasiert, die Kollegen hier?
Womöglich. Nee, du musst keinen heilen. Höchstens dich selbst. Ja, wegen der Level-Ups, ne? Vorher ging's Bowser ja nicht so blendend, aber... Daneben. Was ist hier bloß los in der Unterhose? Tschüss. Once again! So will ich das sehen. Daneben. Es ist nicht alles so Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch Peach. Na kommt. Bitch Slap. Und du! Getroffen? Ja. Jetzt nur noch der große Schinken da. Wenn Peach nochmal drankommt, wird schön geheilt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, die stecken alle so ein bisschen ein. Okay, Therapie für sie selbst. Die selbst hat am meisten Schaden erlitten, habe ich das Gefühl. Hat am meisten Bedarf. Irgendwie sinnfrei. Tschö mit Ö, bis später, Attentäter. Nochmal 19 EP, diesmal kein Level Up. Verwunderlicherweise. Und ich bin genau richtig hier bei... Was, das füllt die Blütenpunkte auf? Nee. Gerade keinen krassen Unterschied gesehen. Okay, nehme ich so mit. Hey, ich war noch lange nicht da. Big Dislike. Was? Das ist nicht gut. Bowser alleine ist ein bisschen schwach auf der Brust. Vielleicht kann ja Peach sich mit einer Biene auseinandersetzen. Mit einer flotten Biene. Ist den kaputt? Ja. Blum. Voll angeknutscht. Ja, wie gesagt, Peach kümmert sich um die Brumsel. Ach, geht doch. Na, kann's mal sehen. Und das nutze ich jetzt, um Bowser ein bisschen was Gutes zu tun. Naja, so eine leichte Sympathie ist ja wohl doch da. Spätestens nach diesem Abenteuer hat Peach nichts mehr dagegen, ab und zu mal von Bowser entführt zu werden. Deswegen tut es ja so oft. Weg jetzt! Schlaftablette! Ey! Wie er so viel aushält, ne? Kommt davon, wenn man Mario direkt mal einpilzt. Nein, tu das nicht! Vielleicht gibt sie ihm den Rest. So ist es! So ist es, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. So, ich möchte jetzt unbedingt ohne Probleme weitergucken, was es hier gibt. Danke, danke, danke. Sieht spannend aus. Was soll das denn? Speicherpunkt ist schon geil. Sind es einfach dem seine Pflanzen oder wie ist es? Ach, da kommen welche raus. Ach, der gießt die. Vorher sind die zu nichts zu gebrauchen? Aha. Dann kämpfen? Keine Ahnung. Muss ich gegen jeden kämpfen am besten von dem? Da wir an den Fly Guy eh nicht ran können, würde ich schon mal gern versuchen, die alle zu bekämpfen. Baba. Check-up. Jimmede. Weil der gießt die scheinbar immer erst, wenn wir die in Angriff genommen haben. Oder? Nee, wir kommen an den ran. Dann einen kurzen, langen Prozess. Ja. Ihr Licht. Ich frage mich, was der Froschosch da macht. Obwohl der nicht mehr dieselben Farben hat. Das ist nicht mehr so ein klassischer Froschosch, wie wir ihn mal hatten. Ja, wenn wir Peach nur haben, damit sie sich selbst heilt, ist irgendwie der Ziel verfehlt. Der Ziel. Genau. Sogar der Fly Guy wurde verfehlt. So habe ich mir die Zahnfee immer vorgestellt, wie diesen Fly Guy. Spaß. So! Das war mal ein Kick, wat? Oh, Lucky. So, Lucky, Lucky, Lucky. Bitch slap ihn. Du kümmerst dich um den Quackster. Gibt's aber?
Nope. Dafür wirst du büßen. Aber ganz fett. HP Max, das ist doch toll. Da macht er die Biege. Wird besser sein, mein Freund. Wird schon besser sein. Yoshi ist rechts. Oh, yeah. Hat aber nur die Münzen verdoppelt. Besser als nichts. Besser als nichts. Ach so, Moment. Wir können in die Röhren rein. Aber natürlich erst, wenn wir die... Da ist ein Kettenhund. Warum? Erst nachdem er die gegossen hat, oder wie? Jo. Ich verstehe die ganze Situation nicht. Hier muss es doch auch wieder irgendwas Cooles geben, wenn wir alle besiegen. Und in irgendeiner Röhre ist was total Episches. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen. Was? Das hat ihm gereicht? Sind das so Schlappschwänze? Nee, irgendwie nicht. Der hat schon vorher was abbekommen. Ja. Ganz cool. Ja, diese Krabbelgegner, die sind echt einfach nur nervig. Also war das ein Fail. Können die anderen nicht auch gegossen werden? Ja, da kommt immer ein neuer. Gut, dann werde ich da wohl wohl oder übel mal alles abchecken. Wenn ich was finde, sehen wir uns gleich wieder. Was ein Geschnippel heute. Was haben wir denn hier? Gleich die zweite Röhre hat was viel Spannenderes. Ein Gegner in der Truhe? Okay. Ja, wenn ihr meint. Nimm dies. Zwei Schaden. Wuhu. Peach, du bist langsam überflüssig. Im Ernst. Und Babs. Ey, gib nicht auf. Ein harter Brocken. Das hab ich... Was für ein ekliger Genie. Dann nimmst du mein Bitch Slap. Immerhin ein bisschen mehr Schaden. Lass mal die Truhe erledigen. Ich beende, was ich angefangen habe. Oder auch nicht. Das sind immer harte Brocken, ne? Durchaus. Auf Peach kannst du gehen, meinetwegen. Ohne Ende. Taugt dir nix! Gibt's denn nicht auf? Die Truhe, wir hatten schon mal ein... dem versunkenen Geisterschiff so eine Truhe aus einer scheinbaren Itembox und das war fast schon Boss-like und jetzt ist jeder am Pennen. Das endet nicht gut, wie ihr seht. Mario. Hättest du eventuell die Güte, dich zu heilen? Bowser munter zu machen. Was denn hier los auf einmal? Schauer. Ja, muss ja durchhalten, muss ja durchhalten. So, Bowser. Ja, nicht gut. Ja, Muntermacher Peach. Weil wir jetzt erstmal im Heilungstrip sind. Oh, jetzt kommt nochmal so ein heftig herausfordernder Kampf. Was ist los? Oh. Ist das dein Ernst? Mario hält länger durch. Ja, umsonst, danke. Das ist doch mal löblich, so. Einfach einen umsonst. Gefällt mir gar nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht noch ein bisschen viel ernster genommen. Jetzt sind wieder alle am Pennen. Da soll man nicht ausrasten. Ja. Da gehen sie hin, die Muntermacher. Zum Glück habe ich einige gekauft. Aber ob das trotzdem überhaupt hier funktioniert, bezweifle ich langsam. Krasse Angriffe, Leute. Ernsthaft, ihr zwei sind seid gar nicht so übel, wie ihr aussieht. Autsch. Es nimmt kein Ende. Ja, 2 KP hatte ich noch. Ich hatte eine umsonst. Nee, aber die sind zu stark. Das hätte ich gar nicht so vermutet. Komm, Peach. Aufi. Jetzt greifen die wieder an und machen ganz schön Alarm. Komm, überlebst du. Zwar nicht, aber... Bowser müsste noch drankommen. Und damit haben wir endlich mal wieder die Chance, irgendwie anzugreifen.
Ja, so ein Ultrapilz ist eigentlich... Ist besser, wenn man den Muntermacher noch warten lassen. 63, er gibt aber nicht auf. Wahrscheinlich ist es auch schlauer, erstmal diesen komischen Genie anzugreifen, weil er womöglich viel schwächer ist. Aber woher soll ich das vorher wissen? So, Peach kommt auch nicht dran, dass ich irgendjemand heilen könnte, ne? Rückkehr. Das ist doch... Das ist doch Wiederbeleber. Na, perfekt. Oh, was eine niedliche Animation. Alter, ich will nur wissen, was es dafür gibt irgendwie. Schade. Wie viel hält der denn aus, verdammt? Ist doch nicht dein Ernst. Mach nicht wieder zwei down, das ist unglaublich. Bowser. Ich brauch dich, Digga. Oberblitz. Und am Pennen. Buntermacher für Peach. Was ist denn hier los? Mons hat keine BP mehr. Das ist doch löblich. Schrei. Mach auf den da pennen. Das ist in Ordnung. Aber Mario hat doch den krassesten Angriff, ne? Nie vergessen. Peach Therapie für Bowser. Der kann nämlich mehr ausrichten gerade. Wenn er denn gelassen wird. Es ist nicht wahr. Oh, danke. Immerhin. So, und jetzt sehen wir gleich, dass der ohne Probleme zack, zack, down geht, ne? Würde mich nicht wundern. Man kennt das doch. Ja, man kriege ich es scheinbar noch gebogen hier, das Duell. Und noch eine hiervon. Ich hätte auch irgendwie ein bisschen mehr mit Techniken angreifen können. Dies tödlichen 8. Wehe, es gibt hier nichts absolut Awesome-mäßiges in dieser Röhre. Aber mich würde es nicht wundern, wenn es hier überhaupt nichts gibt. Einfach gar nichts. Der kann jetzt schon gar nicht mehr angreifen. Verschwinde, Alter. Mach bloß dich vom Acker. Er hält einiges aus. Gibt's verdammt viele EP? 34 nur. Aber viele Münzen. Peach Level 16, das ist gut. Oh, sehr viele. Ja. Sehr viel HP. Oh, jetzt will ich hier was sehen, du. Eigentlich gar nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Und warum sie nichts sehen, das sehen sie gleich. Unglaublich. Sensationelle 10 spielen sich ab. Im nächsten Part, wir haben schon einiges auf... Oh, hier ist was. Es war eine Froschmünze. Na, immerhin. Claro, ist ja die. Ich dachte, es geht einfach wieder zurück. Ja, im nächsten Part werde ich die anderen Röhren erkunden. Und mal sehen, was da noch auf uns wartet. Oh man, im Bohnental. Voll die Bohne, zack die Bohne. Also gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.